Worum geht's da bei dem Spiel? Ich bin dieses Auto rechts oben und darf mit muss versuchen, mit keinem entgegenkommenden Auto zusammenzustoßen. Hm. Wie lange ich kann nach oben und nach unten lenken. Aha. Wie lange hast du diese Uhr schon? Eine Woche sowas. Wird das nicht langweilig? Nee. Nee? Wie oft spielst du sowas? Dreimal, viermal. Na, wenn's reicht. So 5-6 Mal am Tag. Mhm. Fast alle meine Freunde haben ein Computerspiel. Oder wünschen sich eins. Und dann sitzt die ganze Familie abends davor und spielt. Jetzt! Mach den Roll! Mach den fertig! Mach den Arm! Oben, oben, oben! Ja, sehr schön! Zurück! Zurück! Mach ihn gelb, mach ihn grün, meine... Kommunikation zwischen den Kindern, so befürchten Eltern wie Pädagogen, wird dabei unmöglich. Aber gilt dies wirklich? Weiter, weiter. So sehr die Jüngeren auch ihren Spaß daran haben, die Welle der Spiele im Taschenrechnerformat hat ihren Höhepunkt bereits überschritten. Es gibt zwar inzwischen eine neue Generation von Spielen mit besseren Bildern und bis zu 6 verschiedenen Spielen in einem Gerät, aber die Preise mit 80 bis 100 Mark sind noch relativ hoch. Solche Spielkonsolen waren im letzten Jahr ein großer Renner. Ein deutscher Kaufhauskonzern verkaufte allein davon rund 25.000 Stück. Die Preise haben sich dabei mit 250 bis 300 Mark fast halbiert. Bei dieser Generation sind die Bildschirme im Hochformat. Eine neue Bildröhrentechnik vermittelt beim Spielen einen räumlichen Eindruck. Und was wichtig ist, es gibt keinen Streit mit den Eltern, denn zum Spielen brauchen die Kinder nicht mehr den häuslichen Fernseher. Eine wirklich beachtliche Neuheit ist dieses Videospielsystem, bei dem man mit einem Lichtgriffel direkt auf dem Bildschirm die gespeicherten Zeichnungen zusammensetzen oder sogar selbst zeichnen kann. Man malt Menschen, Tiere und Gegenstände auf den Schirm und kann sie dann wie in einem Trickfilm beleben. Die Kassette und der Lichtschreiber, die man zum Gerät braucht, kosten rund 130 Mark. Trotz dieser Neuheiten muss festgestellt werden, dass hier auf der Messe die Zahl der Anbieter reiner Spielcomputer zurückgegangen ist. Die Branche wird gewissermaßen von der rasanten Weiterentwicklung ihrer Elektronik selbst überholt. Der Heimcomputer, mit dem man Buchhaltung führen kann, zu Hause wie im Betrieb, der aber auch für Spiele geeignet ist, wird wohl auf längere Sicht gesehen das Rennen machen. Dieser Hersteller hat seinen Spielcomputer inzwischen zum vollwertigen Heimcomputer erweitert. Es gibt Diskettenspeicher, Drucker, Steuerknüppel für den professionellen Einsatz. Hier wird gerade in einer elektronischen Kartei geblättert. Ein Vorteil, dieser Computer versteht Deutsch und er liefert auch elektronisch das Bild einer Karteikarte. Sogar mit der Klammer als Einmerkung rechts oben. Und natürlich kann man auch seinen Spielspaß weiter mit diesem Computer haben. Für solche perfekte Elektronik wird allerdings der Spielwarenhandel kaum die richtige Vertriebsadresse sein.